Mit Brettchen. Und ganz viel Gemüse. Ich kann auch mal so einen Test starten. Test, Test. Ich kann noch mal gucken. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einer freundlichen Begleitung im Hintergrund, die auch gerade filmt. Und zwar meine Mama. Ganz, hallo. Ja. Es ist so, dass ihr die ganze Zeit sagt, ich kann nicht kochen. Und meine Mama kann kochen. Und ich kann das eigentlich auch. Ich habe nur meistens echt keinen Bock. Aber wir machen heute gemeinsam mein Lieblingsgericht. Und zwar sind das herzhafte Pfannkuchen mit einer Zucchini-Hackpfanne. Und weil meine Schwester mit ist, gibt es heute veganes Hack oder vegetarisch. Ist es vegan oder vegetarisch? Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es eine Alternative zu Hackfleisch. Das liegt schon im Kühlschrank. Das muss ja immer erstmal aufplörren. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Und meine Mutter führt mich so ein bisschen Schritt für Schritt dann durch das Ganze durch und erklärt, was ich tun muss. Okay, dann fangen wir erstmal an, das Gemüse zu schneiden. Was denn zuerst? Ich würde erstmal die Paprika. Paprika. Also muss die auch erst anbraten? Nein, ich würde erstmal den Deckel abmachen und dann vierteln. Oder so. Das ist doch der Deckel. Ja, ich mache da einen Deckel und nicht die halbe Paprika, aber okay. Ja, kann ich halt gucken. Ja, ja. Und dann vierteln, sagst du? Ja. Dann das Innenleben da rausholen. Okay, ich mache erst das Innenleben. Ist das okay? Ist egal, Hauptsache kommt raus. Also um alles rauszukriegen, mache ich immer die komplett halb, damit die weißen Stege auch rausgehen, aber ist okay. So, und jetzt vierteln. Ja, vierteln, achteln und dann in kleine Stücke schneiden. Also nochmal die Viertelchen. Genau. Ah, in Mathe aufgepasst. Ich wasche das dann immer ab, bevor ich die ganz klein mache. Gut, also abspülen. Ja. Ich würde die dann meistens so einen kleinen Abtropfsieb oder so legen. Habe ich auch. Und dann mache ich da noch eine Schüssel runter. In kleine Stücke schneiden, ja. Klar, die kommen ja so nicht in die Pfanne. Nein. Jetzt aber reicht, wenn ich so längs schneide, ne? Quer. So? In kleine Querstücke, ja. Achso, so Spalten da rein? Ich mache ganz kleine, so Zentimeter breite Spalten. Okay. Also so. Und jetzt nochmal quer. Ah, du machst Würfel. Jetzt ja. Ich habe gerade gesagt, die Spalten querschneiden. Habe ich. Ja, und vorher gewürfelt, okay. Ja, das werde ich jetzt würfeln. Also das mit dem Erklären müssen wir nochmal üben. Ich mache das jetzt Freestyle. Wie beim Backen. Wie beschreibst du eigentlich meinen Humor, Mama? Trocken. Trocken? Okay. Wollte ich einfach nur mal so wissen. Meine Flachwitze sind nämlich ein Hit auf Twitch. Mhm. Wer mir noch nicht auf Twitch folgt, kann das übrigens gerne tun. Ich bin da auch ab und an mal live, wenn ich Lust habe. Der versprochene Küchenstream wird auch noch passieren. Ich habe jetzt nächste Woche Urlaub, also wenn ihr das seht, ab dem Montag Urlaub. Und dann werde ich auch einmal die Woche, werde ich dann auch schaffen, online zu kommen. Weil ich habe ja auch an dem Donnerstag Geburtstag und dann werde ich einfach mit euch zusammen meinen Geburtstagskuchen backen. Habe ich mir überlegt. Das dauert ja ewig. Ja. Kein Wunder, dass ich kochen nicht mag. Na gut, beim Backen sitze ich auch 16 Stunden, aber das ist irgendwie spannender. Wir haben erst eine Paprika angeschnitten. Yeah. Müssen die alle da rein? Ja. Du willst eine Gemüsepfanne haben und nicht eine Pfanne ohne Gemüse. Ja gut, ich denke, das ist jetzt nicht allzu interessant. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn die ganze Paprika geschnitten ist. Ja, jetzt kommt noch mal ein kurzer Einblender, weil meine Mama sich das ganze Elend nicht angucken konnte. Da hat sie mir jetzt ein kleines Messer geholt. Meine Mama wohnt nebenan. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt. Es ist immer ganz praktisch. Und jetzt zeige ich euch, wie sie das gemacht hat. Ich habe schon wieder falsch angefangen. Also sie sagte, man muss hier oben lang schneiden. Ich schneide mir locker in die Finger. Dann macht man das raus, hat sie gesagt. Dann vierteln wir das. Ja. Halbieren oder vierteln? Ja, vierteln wir das. Dann war erstmal das Krüppzeug hier raus. Oh, die hat ein Baby. Ist aber auch mit raus. Weg. Dann wird sie abgewaschen. Ja, wir sind noch nicht so weit, Mutter. Und dann machen wir da Achtelstücke draus und versuchen dann mehrere gleichzeitig zu schneiden. Meine Mama hatte gerade vier Stück in der Hand und hat das dann geschnitten. Ich weiß immer noch nicht, wie sie das getan hat. Ich mache das jetzt so und dann schneide ich die so. So flupp, flupp, sagt sie, einfach weg damit schneiden. So. Besser als mit dem großen Hackmesser. Hacken macht mehr Spaß. Pack mal Ripper. Ich mache jetzt doch ein Lied schneller. Zack, 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 zack. Und dann haben wir auch schon die Paprika geschnitten. Das waren jetzt auch gefühlt 15 Minuten. An dieser Stelle danke nochmal, Mama, dass du für uns früher gekocht hast. Das ist ja so eine Drecksarbeit.
Aber gesund. Ja, genau. Es gibt auch Tiefkühlpaprika. Ja. Die sind auch bunt gemischt. Ja. Brauchst auch nur in die Pfanne machen. Mhm. Hab ich regelmäßig. Ist auch viel besser, weil dann hast du nämlich nicht so eine hohe Verschwendung. Weißt du, dann ist da nachher eine Paprika kaputt, weil du die nicht gegessen hast. Genau. Ja. So. Du kannst auch die frischen Reste einfrieren, dann hast du auch gefrorene Paprika. Das könnte man auch tun. Jetzt nehmen wir uns eine Schüssel oder einen Teller, der eine Schüssel simuliert und packen die Paprika da rein, weil Mama hat mir gerade schon hinter der Kamera erklärt, was zuerst angebraten werden muss. Aber ich habe es schon wieder vergessen, sie muss es gleich nochmal erklären. Also die Paprika stellen wir erstmal zur Seite und dann sagte sie, machen wir mit der Zucchini weiter. Ist egal, alles muss erstmal geschnitten werden. Okay, dann machen wir jetzt die Zucchini. Gibt es da auch irgendwelche speziellen Vorgaben? Also die Enden ab, hast du ja schon automatisch gemacht. Ja, das ist so drin, das ist im Blut für einen guten Koch. Dann mache ich das so wie bei der Banane beim Obstsalat, zweimal quer, zweimal längs drillen schneiden, einmal drehen dann und dann nochmal zweimal, dass du wie so ein Gitter schneidest. Also halbieren? Nein, zwei längs rein. Also habe ich schon wieder falsch. Ist egal, dann machst du drei. Dass du auf jeden Fall schmale Scheiben kriegst praktisch von der Zucchini. Echt? So machst du einen Obstsalat? Und dann lege ich die genau. Quer? So. Ja, und dann machst du nochmal zwei Schnitte daraus. Also so nochmal? Genau. Stand das früher so im Kochbuch in der Schule? Nein, ich habe kein Kochbuch. Irgendwie werden die immer so ekelhaft glitschig. Und dann, warte, lass mich warten, würfeln. Jawoll! Ja. Kickes, wird Opa jetzt sagen. Aber ich habe auch einfach jetzt schon keinen Bock mehr zu schneiden. Ne? Umso länger muss das alles kochen. Dann ist mir egal, damit habe ich da nichts mehr an der Brause. Das kann dann alleine kochen. Die Zucchini ist übrigens vorher abgewaschen worden, haben wir das erwähnt? Ja, alles ist vorher abgewaschen worden. Also ich habe alles vorher sauber gemacht, bevor ich es in die Schüssel hier getan habe. Ob ihr jetzt zwei oder drei Zucchinis macht, das ist immer so Geschmackssache und wie viele Leute essen wollen. Ja, bei uns sind es drei Leute, die wahrscheinlich zwei Tage davon essen, aber... Du kannst das fertige auf Pfannkuchen essen und kannst das auch auf Nudeln essen. Genau. Oder als Beilage zu Kartoffeln. Geht oder auch. Einfrieren. Oder so. Ach, das alles auf einmal hier immer mit dieses Multitasking. Wenn ihr übrigens auch sehen möchtet, wie ich zum Beispiel mal mit meiner Schwester koche, zum Beispiel sowas Veganes oder Vegetarisches, oder mit meinem Papa die altbekannten Königsberger Klopse, dann lasst es mich auch gerne wissen. Vielleicht kann ich die beiden dazu überreden. Mein Papa ist nämlich momentan auch da. Zwei von drei haben wir ja. Wir sehen uns gleich beim nächsten Gemüse wieder. Mama hat mir schon netterweise ein Exemplar vorgemacht. Ich mache das jetzt nach und dann werden die nur noch in Scheiben geschnitten. Das sind übrigens Lauchzwiebeln. Das sind Lauchzwiebeln. Mama hat das wieder in der Hand gemacht. Mal dann so flupp. Und dann gefühlt irgendwo hier. War das zu hoch? Ja, man sieht ja, welches Blatt so ein bisschen uselig wird oder so. Okay, und dann das äußerste Blatt ab. Das ist Müll. Und dann machen wir das jetzt mit den anderen und dann müssen die gewaschen werden. Ich pass auf. Ich lerne hier was fürs Leben. Ja. Und falls ich nichts gelernt habe, ist Mami nur eine Tür weiter. Aber es gibt ja von allen YouTube-Videos. Und hier der Sturmwaffel, der kann das auch sehr gut. Den hast du, glaube ich, auch schon mal geguckt, ne? Nicken sieht man nicht. Ich weiß es nicht. Das ist der, der auch backt. Ach so, der. Genau. Paluten hat das auch schon ab und an mal versucht mit dem Kochen, aber das war irgendwie noch... Den kenne ich. Die Versuche habe ich gesehen. Das war irgendwie noch ein bisschen schlimmer als bei mir, wenn ich glatt brauche. Das war kein Kochen und auch kein Backen. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle von meiner Mama an Paluten. So, jetzt wird es sauber gemacht. Sagt man nicht immer Dreck reinigt den Magen? Also ich mache auch ein bisschen oben von oben da, genau. Dann saue ich ja alles zu mir. Ja, das macht nichts. Wer macht das hinterher wieder sauber? Du. Schön. Kann man das ein bisschen ausschlagen, genau. Das klingt falsch und es sieht auch falsch aus. Ein bisschen kleinere Scheiben. Noch kleiner? Ja. Wie soll ich das denn jetzt nachträglich machen? Nachträglich nicht, aber für die Zukunft merken. Au! Fast habe ich an meinen Finger geschnitten. So? Hm. Auch noch zu groß. Nein, ist perfekt. Macht schon Spaß. Aber nur das Reinwerfen. Ich wollte gerade sagen, du lügst doch. Dann sind es ja jetzt gleich Gott sei Dank nur noch die Tomaten, wa? Ja. Ach, Zwiebeln. Du hast doch gerade Zwiebeln in der Hand. Ach, dann kommt das hier jetzt auch nochmal auf den Teller. Hab bei genug. Ich weiß auch nicht, warum ich alleine wohne und so viele Teller gekauft habe. Damit deine Familie mitessen kann. Ja, aber ich habe ja noch ein Servin. Tomatos.
Genau. Machen wir jetzt erstmal wieder hier Platz. Vierteln? Erst mache ich den Knopf da raus. Ach, erst den Knopf. So, jetzt Vierteln. Achteln? Achteln. Achteln. Wenn einer geübt ist, kann man das auch in der Hand machen. Bitte. Du willst also, dass ich mir in die Hand schneide, okay. Nein, warte, stopp. Wir unterbrechen das mal eben. Ich gebe eine kurze Anweisung und dann zeige ich es euch dann gleich. Im Endeffekt habe ich das schon fast richtig gemacht. Man darf nur nicht unten komplett durchschneiden. Aber auch das ist ein Risiko für mich. Und jetzt, Leute, wird es ein bisschen eklig. Also ich verstehe Evanio immer mehr, warum er Tomaten nicht mag. Und ich muss auch sagen, Tomaten mag ich auch nicht immer. Aber hört mal einfach. Das klingt doch schon falsch. Die sind so frisch, die leben noch. Ja, macht es jetzt nicht besser. Ich mache das wieder im Freestyle, Mama. Das ist ja... Oh, das ist eine Zumutung. Das ist Gematsche. Du kannst auch deinen großen Hackeball nehmen, ist mir egal. Ja, ich mache wieder den Ripper. Dann mach mal den Knubbel mit raus. Ja. Easy peasy lemon squeezy. Hier. Zack. Zack. Und dann mache ich das so. Wie ein Chefkoch, die nehmen auch immer die großen Messer, weißt du? Mhm. Ich bin einfach schon Level. Ja, du bist schon weiter. Ich bin einfach schon Profi. Perfekt. Guck mal, und dann zack, zack, zack. Mann, die Hühner. Das sieht doch viel schöner aus als das Gematsche da. Mhm. Ich verstehe diese Leute nicht, die jetzt so eine Tomate sehen, so roh, und sagen, boah, da habe ich jetzt richtig das Bedürfnis reinzubeißen. Wie kamst du eigentlich auf das Rezept? Hast du da irgendeine Geschichte hinter oder hast du gedacht, das muss alles weg und dann machen wir das auf dem Pfannkuchen oder? So ungefähr. Ja, ehrlich? Reste essen. Ja, wirklich? Ja. Ja, guck mal, Leute, so simpel bin ich. Das ist mein Lieblingsessen, Reste essen. Man nennt mich auch sonst die Mülltonne. So, jetzt geht's ans Brutzeln. Mama hat gesagt, erstmal kommt hier das Hackfleisch, in dem Falle ist das diese Alternative rein. Das dauert immer ein bisschen, bis das angebraten ist. Und wenn das angebraten ist, kommen gleich die Lauchzwiebeln rein und dann sehen wir uns auch direkt wieder. Während das jetzt alles brutzelt, würzen wir das auch schon mal. Ich mache jetzt einfach mal so nach Gefühl, so wie ich das sonst auch machen würde, ne? Mhm. Salz müssen wir ein bisschen sparsamer sein, das kann ich mir hinterher nachsalzen. Ich salze alles nach. Das Gemüse zieht hinterher auch wieder was raus von denen. Genau. So, und dann noch ein bisschen Chili, aber auch nicht zu viel, weil ich bin eine Mimose. Okay. Ups! Ja, oh. Du Mimose. Hoppala. Ja, ups. Und dann wird das noch mal ein bisschen umgerührt. Halleluja, ey. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Zwiebeln dazu kommen. So, ich zeige jetzt einmal nur kurz, wie Mama gesagt hat, wie wir das machen sollen. Wir schieben das einmal hier rüber. Neues Fett brauchen wir nicht, ne? Ein bisschen kannst du reintun. Dann müsstest du einmal hinter dir in den Kühlschrank reiten. Jetzt hast du deine Hand davor. Ja, und ja, perfekt. Dann holen wir da noch ein bisschen Pflanzenfett rein. Und jetzt machen wir das mit dem restlichen Gemüse alles so, dass wir immer wieder was zusammen, also immer erstmal hier rüberschieben. Dann braten wir jetzt das eine Gemüse hier an. Und wenn das soweit durch ist, schieben wir das zu dem nächsten und rühren das einmal unter. Dann kommt das wieder zur Seite und das nächste Gemüse rein. Das machen wir jetzt, bis die Gemüsepfanne erstmal soweit fertig ist. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen und euch dann hinterher das Endergebnis zeigen, sag Mama noch mal kurz, in welcher Reihenfolge das Gemüse dann da reinkommt. Also erst die Zwiebeln, die sind ja schon drin. Ja. Dann kommt die Paprika, weil die Gemüse brauchen ja unterschiedlich Garzeit. Dann kommen die Zucchini und zum Schluss kommen einfach nur die Tomaten, weil die geben dann ein bisschen Saft ab. Okay, und dann sehen wir uns wieder. So, das hat jetzt schon an sich gefühlt eine Stunde gedauert, aber jetzt müssen wir noch länger warten, weil jetzt kommen die Tomaten damit rein. Da brauchen wir jetzt nichts unterteilen, die kommen da jetzt mit drauf, werden drunter gemischt. Und dann köchelt das jetzt eine Stunde mit Deckel vor sich hin und dann machen wir dann Tomatenmark rein und den finalen Schliff und dann kann man auch schon was essen. Jetzt haben wir das eine Stunde köcheln lassen. Meine Mama hat gefühlt alle Kreuzworträtsel durch. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Es ist noch ein bisschen flüssig, weshalb wir da jetzt einfach, ich klatsche jetzt Tomatenmark rein und stopp, ne? Mal stopp, erstmal umrühren. Okay. Ich könnte natürlich den Deckel auch zur Seite legen, aber das wäre ja nicht ich, wenn ich den nicht einfach die ganze Zeit festhalten würde. Hör mal, das sieht aus wie
Frisches Gemüse. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir machen jetzt die Pfannkuchen, deswegen brauchen wir ein bisschen Platz und ich packe das zur Seite. Aber da diese Pfanne sehr heiß ist, muss ich erstmal Handschuhe anziehen. Und die Platte mache ich auch erstmal aus. Aber jetzt machen wir erstmal den Teig für die Pfannkuchen. Diesmal gibt es keine Angaben, bei Mama ist alles nach Gefühl. Wir fangen an, indem wir einfach 3 Eier nehmen. Es werden herzhafte Pfannkuchen, deswegen ist da jetzt nichts mit Zucker oder so. Wir nehmen jetzt erstmal unsere 3 Eier. Ich habe schon wieder meine Finger versaut. Ich schaffe das aber auch nicht, egal wie viele Kuchen ich backe. Meine Finger sind immer dreckig, auch. Ja, ab und zu. Ab und zu, okay. Dann machen wir jetzt ein bisschen Salz dran. Bisschen, guck hin. Ja, lass erstmal. Und ein bisschen Pfeffer. Rühren wir dann schon mal ein bisschen so zusammen. Reicht das? Ja, ja. Jetzt kommt Mehl hinzu. Ich würde erst noch ein bisschen Wasser beitun, dann richtig aufquellen nochmal. Wasser. Ja, genau, so ein bisschen Wasser und dann quäl erstmal auf. Ja, dann kannst du ein bisschen Mehl beitun jetzt. Ja, dann kommt jetzt das Mehl dazu. Dann machen wir jetzt erstmal eine gute Prise, ne? Ja, ja. Das ist jetzt so ein Spiel, je nachdem wie viel Pfannkuchen du dann hinterher machen willst, immer Mehl und Wasser ein bisschen dabei. Ja, ich mache das zum Beispiel gerne, auch diese Pfannkuchen. Ich bin so richtig salzsüßer Typ. Wenn ich hinterher noch einen übrig habe, mache ich mir da mal Nutella drauf. Das ist mein Nachtisch. Ein bisschen die Konsistenz wie beim Eierpfannkuchen. Was würdest du sagen? Also bei der Menge von Eier würde ich noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Wasser beitun. Ja, also schon. Sieht schon gut aus. Das ist schon ein guter Teig. Also ja. Mit Teig kenne ich mich aus. Ja, der ist gut. So. Jetzt kommt hier erstmal schön unsere Pfanne drauf. Jetzt werden die Pfannkuchen ausgebacken und dann zeige ich euch gleich einfach das fertige Gericht. Gut. So, der Pfannkuchen ist fertig. Jetzt kommt noch unsere tolle Hackpfanne da drauf. Mal gut, auch nicht geizen, ne? Also, den kann man hier mal gut verteilen. Und hier, mein Lieblingsgericht, liebe Leute. Das ist es. Ich hoffe, wie immer, euch hat das Video gefallen. Vielleicht macht der ein oder andere das Rezept auch nach. Also wir würden uns freuen über eure Rückmeldung. Vielleicht sagt ihr auch einfach mal, wie es euch geschmeckt hat. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssi, ciao!